So wie der Prinzipalmarkt gehört auch der Straßenmusiker Onkel Willi schon beinahe zum Münsteraner Stadtbild. Doch nun heißt es Abschied nehmen. Mit 70 Jahren geht Klaus Reinhardt, bekannt als Onkel Willi, in den Ruhestand. Bei seinem letzten Konzert versammelten sich zahlreiche Münsteraner an Willis Stammplatz, der Rathaustreppe. Ja, das war einer der wenigen Originale, die wir in Münster hatten. Und sowas wird nicht so schnell wieder ersetzt werden. Münster konnte ohne Onkel Willi eigentlich am Samstag gar nicht auskommen. Denn Onkel Willi machte Musik, er brachte Stimmung, er brachte an sich Herzenswärme in die Stadt. Und das fand ich eigentlich immer so unheimlich toll. Das war ein Original, der also gute Musik gemacht hat, Anziehungspunkt für Touristen, hat also viel Zulauf gehabt, ein sehr sympathischer Mensch. Nur schade, dass er so krank ist und das leider aufgeben muss. Einmal das Menschliche an ihm, dass er sich einsetzt, etwas zu tun für die, Fröhlichkeit. Ich fand das immer ganz toll, wenn er da saß und spielte. Ich habe das eigentlich bewundert. Aber ich glaube, ihm ging es um die Musik. Ihm ging es um die Freude, anderen eine Freude zu machen. Und das finde ich schon, das ist schon was. Aber schön, dass die Bürger da so daran teilgenommen haben. Der Bürgermeister selber natürlich, der will sich ja wahrscheinlich nur selbst profilieren. Ja? Man nimmt dann solche Menschen als Krücke, um seine Bekanntheit zu machen. Also ich bin da immer etwas skeptisch. Es fehlt da. Ist halt wieder ein Stück Münster weniger. Blieb Onkel Willis Hut sonst auch mal fast leer, so wurde er diesmal bis zum Rand gefüllt. Ein gelungener Abschied für ein Münsteraner Original, das man sicher nicht schnell vergisst.